Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Out of Reach. Zusammen mit mir sind heute, oder eigentlich immer, die Alika LP. Hallo. Und der Faustus Zock. Jawohl. Wir haben uns schon mal aufs Boot begeben. Wir haben uns überlegt, dass wir jetzt doch vielleicht eine andere Insel nehmen, weil mit dieser riesengroßen Hütte wollen wir uns vielleicht nicht unbedingt anlegen. Abbrennen konnten wir sie ja nicht. Haben wir ja versucht, irgendwie reinzukommen, aber das hat nicht wollen sein. Aber der Steuermann, was sagt der denn da? Darf ich jetzt mal paddeln oder ich... Achso, ich dachte, du paddelst die ganze Zeit schon. Ja, hin und wieder mal. Ich ja, die ganze Zeit. So. Ich gebe die ganze Zeit Vollstoff. Hauptsache, du hast auch mal die Karte im Blick, dass wir nicht irgendwie an der Insel vorbeifahren oder so. Wenn du mal hinter dir guckst, wir sind gleich an der Insel schon dran. Ah, nee. Hab ich nicht gesehen. Ja, wir fahren nämlich heute mal rückwärts. Ja. Das kommt gut. Hä, was ist denn das für eine Insel daneben? Ja, unsere Heimatinsel. Nein. Doch. Doch. Hä? Da ist auch gleich ein Steg eigentlich. Ja, alles gut. Da ist ein Steg. Da ist eine Schatzkiste. Medium. Ein Steak. Ja, ich nehme auch Medium. Eine Kiste des Schatzes. Wollt ihr die haben? Nö. Ich weiß gar nicht, wofür, ich weiß gar nicht, wofür diese Goldmützen überhaupt sinnvoll sind. Also ja. Ich finde rote Beeren interessanter. Ja, ne? Oder mal so eine Axt oder irgendwie sowas. Ja, oder hier so ein Maiskolben. Ich finde, diese Ebene ist hier eigentlich perfekt für unser neues Zuhause. Denn sollten wir anfangen zu bauen. Also in der Kiste waren jetzt auch ein paar Seeds drin. Oh, das ist ja schon eher interessant. Alika, möchtest du wieder bauen oder soll ich oder Faustus? Och, oder? Also ich lasse euch gerne den Vortritt. Also, das Coole ist, hier scheinen keine Tiger zu sein. Ja, Nashörner sind aber auch nicht besser. Hey, lass uns mal da hinten hingehen, wo der Wald ist. Müssen wir nicht so weit laufen, wenn wir weiter Holz brauchen. Okay. Oh, Mist, Nashorn. Oh, Mist, noch Nashorn. Oh, hier hat ja auch jemand gebaut. Ja, hier sind so drei Foundations und ein paar Stützpfeiler. Fackel das ab. Ja, das ist zu klein zum Abfackeln. Nein, geht alles. Abfackeln! Du warst als kleines Kind auch ein bestimmter Feuerteufel, oder? Nee. Ich habe aber alles abgefackelt. Nein, eigentlich nicht so schlimm. Ich hab mal als kleines Kind, ich weiß gar nicht, wie alt ich da war, lass das 8 und ein Keks sein, habe ich mal eine Mülltonne angezündet. Und dann ist die Feuerwehr gekommen und das war scheiße teuer, weil ich dabei dann auch noch erwischt wurde. Oh. Und dann habe ich gedacht, ah, nee, da musst du ja viel zu lange Taschengeld blechen für... Boah, ich hab meinen ganzen, also mit zwei Kumpels, haben wir, ich weiß nicht, wie alt wir waren, unter 10 war das bestimmt. Hier ist auch eine Foundation. Hä? Baut ihr jetzt jeder eine Foundation? Nein, ich weiß gar nicht, wo ihr seid. Ja, bei der Foundation. Hä? Hast du das hier gerade gebaut? Nein. Achso, könnten wir aber eigentlich nehmen, ne? Jedenfalls, ich war unter 10, ja, und da haben wir den ganzen Holzspielplatz abgebrannt. Aber das war so eine ganze Burg. Alter. Boah, da ist sogar einer fast bald draufgegangen. Der kleine, wie heißt der? Wie hieß der? Daniel oder so? Der saß so ganz hinten in der Ecke in der Burg und da war gar kein Ausgang. Und das Feuer wurde immer größer. Wir haben Papier aus dem Papiercontainer geholt. Dann da reingestopft und der saß da hinten in der Ecke. Der kam ja nicht raus. Bis dann irgendwann von einem anderen Kumpel die große Schwester kam, da haben wir erstmal alle eine Ohrfeige gekriegt und dann hat die da Sand drauf gekippt und den Jungen da rausgeholt. Der wäre bestimmt draufgegangen. Alter, du bist ja heftig. Was man für Scheiße baut, wenn man jung ist, oder? Das ist gar nicht schlimm. Ja, ist kommst einer du mal hier. Her? Ich hab doch hier ganz viel Flex-Fibers. Die lassen sich doch so gut pflücken. Okay, ich hab doch nichts gedacht, Mensch. Ja, soll man dann hier jetzt bauen, oder was? Ja, würde ich jetzt sagen, wenn hier schon Foundations sind. Das sind aber keine Foundations. Nee. Doch, oder? Doch. Ja, wir können doch nicht da an den dran bauen. Guck mal, wie das aussieht. Guck doch mal, dreh dich mal rum, Alika. Das ist eine Foundation. Die habe ich gerade gesetzt. Also. Hä, wollt ihr jetzt genau neben irgendeinem anderen bauen? Nein. Hier ist ja nichts gebaut. Einnehmen. Das ist ein Bootstick oder so ein Quatsch. Bootenplattform. Nee, komm, lass uns mal hier irgendwo. Bisschen am näher Strand? Am Wald. Nee, also, Wald. Oh, ich baue jetzt hier. So. Ich höre auf jeden Fall, wie was gesetzt wird. Noch kein Platz mehr im Inventar, das gibt's doch nicht.
Ach ja, das Problem habt ihr ja, ne? Ja, ich zumindest. Und gar kein Holz mehr. Ich aber, warte mal, willst du mein Holz haben? Ja, mir egal, glaub, ja. Hey, ich habe keine Ahnung, wo ihr seid, ey. Oh, es regnet schon wieder. Oh nein. Ich habe hier 38 Fischfallen gefunden. Bitte Cool. schön. Sind aber alle abgeerntet. Schade. Ja, das hast du ja intelligent gesetzt. Du hast das gesetzt. Das war ich nicht. Ich habe gar kein Holz zum Setzen. Ah, Faust ist Faust ist Faust. Aber lasst mal unser Haus mal einfach ein bisschen in größeren Dimensionen denken. Nicht wieder zum Zweiten. Was? Was? Der Regen ist so laut. Boah, der Regen ist echt mies. Aber guck mal, da hinten ist unsere Heimatinsel voll vernebelt. Ey, wieso habe ich jetzt Schaden gekriegt? Du wurdest vom Blitz getroffen. Ja, wahrscheinlich. Ich stell mich Also, mal unterm Baum, ne? Man soll das also nicht tun, wenn es so gefällt. Leinenfasern gibt es hier echt viele auf der Insel. Das ist schon mal viel wert. Aber weißt du noch, was wir auf dem Dach hatten? So richtig eine Leinenfaserfabrik. Ja. Ich finde euch nicht. Guck doch auf die Kante. Ja, aber immer wenn ich denke, oh, dann müssen wir ja in die Richtung sein, gucke ich wieder auf die Karte, stimmt nicht. Jetzt bin ich bei diesem komischen Haus, wo wir mal Steinchen Höpf gespielt haben. Du bist gerade an der Nikon vorbei. Hä? Geil, ich habe einen Eingang geschaffen hier zu diesem Haus. Also der Regen ist echt scheiße. Ich find aber nicht. Habt ihr hier zwischen Steine versteckt oder was? Bist auf einem anderen Server. Ich habe hier einen Weg gefunden. Ich kann hier das Haus kapern. Welches Haus? Was auf den Steinen ist. Los, geh die Leiter hoch. Wo ist das? Ach ja, ihr habt ja auch alle schon Klamotten. Ne? Ich habe aber gar nichts an. Ich bin der nackige Söder. Ich kann das jetzt endlich zerschlagen. Ach, ist das nicht hier, wo wir letztes Mal hochhüpfen wollten? Ja, genau. Vor allem können wir das abverkeilen. Ja. Damit wir die Einzigen hier auf der Insel sind. Gehst du ein Stück weiter, Alika? Sonst kommen wir hier gar nicht durch. Drängel doch nicht. Warum ist das denn hier offen auf Hier ist der Balkon, oder? Ja, die wurden bestimmt auch schon ausgeräumt hier. Haben die aber geil gemacht eigentlich, ne? Ah, richtig schön verdingst, ne? Seid ihr oben? Ja. Ich will den noch nicht abfackeln. Schade. Ich wollte gerade anfangen, aber. Okay, mach das. Immer lustig zu sehen, was passiert. Hallo? Aber die Kisten sind eh alle leer. Ja, also ich glaube, hier wurde hier schon ist auch gar geplündert. Nichts. Naja, ich gehe dann mal hier unten abfackeln, ne? Willst du ja? Ha? Willst du heute mal abfackeln? Nö. Ich habe eh kein Holz mehr. Ja. Oh oh. Was denn? Ich bin runtergefallen. Du bist jetzt nicht tot. Nein. Aber ich bin runtergefallen. Das Haus brennt. Warte, ich fäll noch einen Baum, der brennt im Netz. Boah, das wird ja ein Riesending, ey. Riesenfeuer, meine ich. Ich geh mal ein Stück weiter weg und guck mir das vom Weiten an. Oder von der anderen Seite lieber? Ich bin jetzt hier so einen Stein hochgekraxelt. Ich guck mal, das ist jetzt von einer anderen Position. Wie bist du denn da hochgekommen? Hier ist so eine Kante, kann man hochhüpfen. So. Ich brauch auch neue Klamotten. Gut, das war denn diese Folge hier.
Alles abfackeln. Also was haben wir eigentlich jetzt in dieser Aufnahmesession geschaffen? Also beziehungsweise in den letzten drei Folgen. Also wir sind auf diese Insel gekommen. Wir haben eigentlich nichts Produktives gemacht, außer Sachen zu zerstören. So, was? Hä? Das aus! So geil hat aber nie. Ja, wahrscheinlich, weil es regnet. Ja. Ah, oh nein. Weil das löscht ja das Lagerfeuer auch. Und jetzt hört's auf zu regnen. Schweinerei. Ey, das ist ja richtig fies. Ja, will, dann zündet es jetzt einfach nochmal neu an. Weiß ich ja nicht. Bloß, da muss man erstmal wieder hin. Ja, eben, und das wird nicht hinhauen. Oder das untere Stück ist weggefackelt, wa? Ja. Hier kann ja Leiter mehr nach oben. Das ist ja Schied jetzt. Das heißt, die kommt aber auch nie wieder hoch, wenn sie nicht da im Haus aufwachen. Ja. Ja, mir egal. Ja. Wir brauchen Holz. Ey, wo wollen wir jetzt bauen? Es wäre erstmal echt sinnvoll, uns einfach so ein kleines Gebiet auszusuchen, wo wir unsere Hütte hinstellen wollen. Also wie viel habt ihr denn von dieser Insel aufgedeckt auf der Map? Gar nichts. Also gar nichts. Ja. Dann würde ich sagen, gehen wir mal nach Norden. Wo ist Norden? Also die Sonne nach geht oben. Geht im Osten auf, müsste da Norden sein. Ist sie richtig? Nee. Okay. Gut, aber ich glaube, wir haben zwar nicht viel aufgedeckt, aber die Insel ist auch echt scheiße klein halt. Wenn wir jetzt einmal kurz 5 Minuten laufen, haben wir die ganze Insel aufgedeckt. Achso, ich habe Kohldampf, deswegen bin ich ja am Krepieren. Aber ich sehe schon wieder eine andere Insel. Und du bist so. Und so eine ganz kleine. Du bist doch verrückt. Bist du doch. Oh, ich will mal wissen, wie man das steuern kann, dass. Ob er von oben schlägt oder von der Seite. Austesten. Das muss man doch irgendwie steuern können. Die meinst du da, die Insel? Jetzt schlägt er endlich von oben. Na, die ist natürlich auch cool, aber da brauchst du, aber da ist auch ein Bootssteg. Ja, ja. Das sieht auch aus, als wenn da ein Haus wäre. Ich könnte mal einmal hier rumlaufen. Komm mit. Ja, ich glaube aber, die Insel ist auch Käse. Ich denke mal, also wir können kein Haus bauen, was unentdeckt bleibt, weißt du? Das geht nicht. Nee, das kannst du auf jeden Fall. Das kannst du auf jeden Fall knicken. Es wird auch schon wieder dunkel. Wo seid ihr denn? Ja. Wir laufen einmal rum. Ach so. Ja, es ist auf jeden Fall extrem wenig Platz hier auf der Insel. Außer du hast irgendeinen Ort oder irgendeine Insel, die in irgendeiner Ecke auf der Map ist. Ja. Aber du bist auch wieder eben auf der Insel gespawnt, wo unser erstes Haus stand, ne? Als du gestorben bist, Würdern. Ja, genau. Also ist das auf jeden Fall sowas wie eine Spawn-Insel. Also ist die auf jeden Fall nicht zu empfehlen. Also ich meine, wir könnten natürlich hier hinten uns ein Haus bauen. Ja, ne? Weil hier ist gar nicht so. Es ist am Arsch der Welt hier. Kann man so sagen. Und bis das entdeckt wird, kann ich mir vorstellen, dass es echt lange dauert. Gibt's was zu essen? Ja, also wieder Insel wechseln, oder? Nee, wir bleiben auf dieser. So, wo ist die Alika jetzt? Ich bin hier noch weiter nach unten gerannt. Zum Wasser. Ach da. Ja, würde ich sagen, bleiben wir hier, ne? Na, also vielleicht hier unten anfangen, weil es hier so schön versteckt ist. Ja, finde ich ganz in Ordnung, ja. Man nicht okay. So, wenn man da oben rumläuft, dann muss man das nicht unbedingt direkt sehen, ne? Oder zumindest von den anderen Inseln kommt. Ja. Dann würde ich aber auch sagen, würden wir für heute hier Schluss machen. Und dann machen wir dann, in der nächsten Folge fangen wir dann halt an, hier uns niederzulassen, ne? Zum tausendsten also, Mal. Bei mir seid ihr auf einer anderen Insel als ich. Was? Wenn ich auf die Karte gucke, seid ihr ganz woanders. Ne, wir sind hier rumgelaufen. Ja, du bist auch, denke ich mal, bestimmt mal wieder in die falsche Richtung. So, wenn ich das so auf der Karte so sehe. Ja, könnte hinkommen. Aber das ist halt Würdern-Style, ne? Alles klar.
Dann bedanken wir uns recht herzlich fürs Zusehen. Habe ich mich versprochen? Recht herzlich. Wir bedanken uns recht herzlich. Schon wieder. Abfackeln. Das ist Alika-Syndrom, oder? Ja. Wir bedanken uns recht herzlich fürs Zusehen und würden uns freuen, wenn wir euch in der nächsten Folge auch wieder begrüßen dürfen. Die Links von allen Leuten, auch die aus der ersten Gruppe, findet ihr wie immer unten in der Videobeschreibung. Abonnieren ist sehr gerne gesehen. Kommentieren ist auch sehr gerne gesehen. Und liken, das ist ja schon fast ein Muss, oder? Wenn wir so eine geile Sache hier machen. Ja, definitiv. Wir sorgen immer, Alles. dass wir schön Licht haben. Ja, genau. Genau. Wir wollen gar keinen Schaden, das ist nur fürs Licht. Alles klar. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Und tschüss.